Wenn eine Abgeordnete den Außenminister dermaßen angeht, dann kann ich als Finanzminister die Zahlen ins rechte Licht rücken. Wir geben Hunderte Millionen, mehrere hundert Millionen für Entwicklungshilfe aus, nämlich über die internationalen Finanzinstitutionen. Aber das hat sich wahrscheinlich die Abgeordnete Bayer nicht angesehen. Hunderte Millionen, da ist es nicht gerechtfertigt, wenn man den Außenminister dermaßen tadelt. Das muss ich hier ins rechte Licht rücken. Ich bekenne mich dazu, dass bei diesen Institutionen die Entwicklungshilfe in den Ländern direkt ankommt, nämlich dort bei den Projekten. Und diese Entwicklungsinstitutionen, diese internationalen Banken, haben auch die Kontrollmechanismen dazu, dass man sieht, was mit dem Geld passiert. Die reine Vereinsförderung hier in Österreich ist nicht ausreichend, um zu kontrollieren, wo das Geld denn hinfließt. Wir haben immer für eine Organisation, für eine Hilfsorganisation, ich nenne sie hier nicht, aber 6 Millionen Euro auf die Cayman Islands überwiesen. Und dort haben wir keine Garantie mehr, was dann mit dem Geld dort passiert. Und nun zurück zum Budgetpfad, den wir hier jetzt beraten.